Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mit meinem ersten TFT-Guide. Es geht um Ezreal Guardians, eine sehr starke und einfach auszuspielende Comp, die ich schon häufig erfolgreich bei meinem Grind Richtung Challenger gespielt habe. Damit konnte ich am Ende der hier gezeigten Runde sogar Rang 15 in EU Best erreichen. Das gezeigte Gameplay werde ich am Ende dieses Videos verlinken, ein Paradebeispiel dafür, wie man mit dieser Comp gewinnen kann. Ich streame übrigens jeden Tag 10 bis 12 Stunden TFT, also schaut gerne mal drüben bei Twitch vorbei. Kommen wir nun zum Guide. Diese Comp ist eine One-Cost-Reroll-Comp und hat somit einige Besonderheiten. Man levelt auf gar keinen Fall früh, man möchte so lange wie es geht auf Level 3 und Level 4 bleiben, um die Shop-Wahrscheinlichkeiten für Tier 1 Einheiten möglichst hoch zu halten. Ihr sucht nach Leona und Taric, die eure Frontline bilden, und nach Ezreal und Karma, die eure Carries sind. Diese Einheiten werden wir im besten Fall alle auf 3 machen. Leona ist euer Main-Tank und sollte eure Tank-Items halten. Hier sind zum Beispiel Gargoyle Stoneplate, Warmox und Dragon's Claw besonders gut. Aber auch andere Tank-Items wie Sunfire Cape oder Bramble Vest können gut sein. Ezreal ist euer AP Main Carry und bekommt alle AP Damage Items, also Items wie Rabadons, Druid Gauntlet und dann auch gerne mit Infinity Edge, Archangel, Giant Slayer oder Blue Buff. Aber auch Gunblade oder Hand of Justice kann mit Heilung gut sein und helfen. Karma möchte die gleichen Items wie Ezreal haben, ist nur nicht ganz so gut. Also gibt ihr erst Items, wenn Ezreal schon 3 Items besitzt. Nur Shojin kann Karma durch ihre Mana-Kosten ein wenig besser als Ezreal verwerten. Da euer Schaden überwiegend magischer Natur ist, solltet ihr auch ein Item verwenden, das die Magieresistenz der Gegner reduziert. Dazu eignet sich entweder Ionic Spark auf eurer Frontline oder Static Shift auf eurer Backline, das ich meist Karma oder Ash gebe, weil ich auf Ezreal lieber richtige Damage-Items habe, auch wenn er Static sehr gut verwerten kann, da er durch seine Traits und Fähigkeit hohe Attack-Speed-Werte besitzt. Euer Start-Item ist relativ flexibel. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, erstmal Leona-Items zu geben und Tank-Items zu priorisieren. Aber Ezreal freut sich natürlich auch über jeden Rod und jede Träne, die er kriegen kann. Bis zu den Crux solltet ihr nicht leveln. Hoffentlich verliert ihr alle Fights, um bis zu den Crux zu loose-streaken. Dadurch bekommt ihr mehr Gold durch die Loose Streak und Item-Priorität im Karussell. Es ist trotzdem wichtig, möglichst viele Einheiten von den Gegnern zu besiegen, um den Schaden zu minimieren, den man für das Verlieren bekommt. Pickt im Karussell immer am besten Itemteile, die ihr direkt verwerten könnt, um vollständige Items zu bauen. Ihr wollt lediglich am Ende 3 Items auf Leona und 3 Items auf Ezreal haben. Nach den Crux mache ich auf Level 4, kurz bevor man Level 5 ist, noch einen kleinen Rolldown, weil hier die Wahrscheinlichkeit für Tier 1 Units viel besser ist als auf Level 5. Ich bevorzuge es, so auf 32, 33 Gold runterzurollen, damit man danach direkt wieder auf 40 und 50 Gold kommt, um die jeweiligen Zinsen und somit das Gold zu maximieren. Danach slowrun wir. Das heißt, alles was über 50 Gold ist, können wir verrollen. Sind wir näher an Freestyle Units dran, kann man ein bisschen tiefer rollen. Auf Level 5 wird Ash hinzugefügt für Jade und Swiftshot. Ab dann positioniere ich am liebsten auf der rechten Seite. Man sollte um die Jade Fuchsstatue positionieren, damit alle Einheiten von den Jade Buff profitieren. Auf Level 6 fügen wir Lee Sin hinzu für Dragonmancer und Tempest für fast perfekte Synergien und wechseln nun auf die rechte Seite mit unserem Jade Block. Wir machen in der Regel Karma zum Dragonmancer Hero, um ihren Schaden zu erhöhen. Aber in einigen Fällen könnte man auch Lee Sin zum Hero ernennen. Nun ist die Core Comp fertig und wir rushen Richtung Level 8 oder sogar 9. Auf Level 7 stelle ich gern Ashe oder eine andere Range Unit auf die andere Seite, die als Bait für Assassinen, Sonas Fähigkeit oder Ornns Fähigkeit dienen kann. Die besten Additionen für diese Comp sind Xiaoyu, die als weiterer Carry aufgebaut werden kann, bevorzugt mit Items wie Blutdürster, Titan's Resolve und Ginsu's Rageblade, oder Tank-Items, die man auch Idas geben kann, vor allem wenn das Shimmerscale-Item super ist und wir ein Augment besitzen, wovon Guardians profitieren. Alles andere ist flexibel und von Game zu Game unterschiedlich. Bezüglich der Augments müsst ihr euch den Stärken dieser Comp bewusst sein. Diese Comp ist durch Leona und Taric sehr tanky und profitieren von extra Leben, weil es Guardians sind. Außer sind folgende Augments gut: Ascensions, weil die Fights lange gehen, Second Wind, First Aid Kit und Big Friend helfen unsere Tanks noch tankiger zu machen, Heroic Presence sorgt für netten Extraschaden. Wir haben mit Ezreal und Karma zwei AP-Caster, die sehr wenig Mana-Kosten besitzen, also sind Augments wie Jeweled Gauntlet, Blue Battery oder Axiom Arc für mehr Schadensoutput super. Außerdem wollen wir möglichst schnell an unsere One-Cost-Units rankommen, also helfen Augments
wie zum Beispiel Trade Sector oder Calculated Loss. Es gibt auch noch andere Augments, die solide sind, aber was viel wichtiger ist, seid euch den Stärken eurer Comp bewusst und pickt danach eure Augments. Das war's auch schon. Checkt gerne meine Stream-Highlight-Videos aus oder besucht mich live auf Twitch. Ich stream jeden Tag. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare, ob dieser Guide euch geholfen hat und zu welcher Comp ich den nächsten Guide machen soll. Ich wünsche euch noch einen schönen Grind und bis zum nächsten Mal.